Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Viel Spaß beim Anschauen, fahrt vorsichtig. Eine vorbildliche Rettungsgasse ist natürlich nicht nur für Einsatzfahrzeuge gedacht. Ja, oh, was ist das denn? Jetzt da vorne rein. Ja. Oh! Oh! Der fährt über Rot! Nee, der. Was hat er denn gemacht? Außerhalb der Reihe. Oh, es hat mal einer geschafft. Ja, der war aber jetzt mutig. Ja. Noch mutiger ist dieser Kandidat hier. Alter! Hier geht es um ein Fahrzeug, das sich momentan auf der Linksabbiegerspur befindet. Habe ich schon zu viel verraten? Berufsverbot. Macht das einer, macht der zweite das gleich nach oder wie? Das für Idioten. Hier geht es um den Taxifahrer vorne. Das Fahrzeug steht hier mitten auf der Autobahn. Der Fahrer steht mit Warnweste rechts im Graben. Man kann schlecht erkennen, was hier genau passiert ist. Ich frage mich, ob der PKW wirklich nicht mehr fahrtauglich war, um rechts ranzufahren. Jedenfalls eine ganz gefährliche Situation. Hier hätte man definitiv anhalten müssen, um Hilfe anzubieten. Rote Ampeln sind doch nur eine Empfehlung, nicht wahr? Und weil es so schön war, gleich direkt noch einmal. Hier geht es um den LKW links von uns. Wie wahnsinnig und knapp möchtest du eine Ausfahrt nehmen? Der LKW-Fahrer. Ja. Rechts neben uns war ganz nebenbei auch noch ein LKW. Erkennt man vielleicht an der Lichthupe. Das hätte ganz schlimm enden können, nur weil man die Ausfahrt nicht verpassen möchte. Die Subventionsklausur gegen die aktuelle Agrarpolitik und die Subventionskürzungen der
der Bundesregierung protestiert. Die Polizei. Ja, was ist jetzt? Jetzt fahr halt weiter. Mehr als 300 Traktoren. Neben zahlreichen CSU-Abgeordneten suchten Ministerpräsident Markus Söder und Agrarministerin Michaela Karniwan. Da war rot, du Kerl. Was ist denn bei dir kaputt? Laut Einsender hat man das Auto kaum erkannt. Er hat es nur durch die Reflexion der Rückleuchten gesehen. Der Fahrer lief herum und war vorne am Motorraum. Weder Warnweste, Warnblinklicht oder Warndreieck waren in Nutzung. Da er am Ende des Einfädelungsstreifens auf der schraffierten Fläche stand, welche sehr kurz ist und einige Meter nach dem Auto endet, hat er kurz danach die Polizei informiert. Der Einsender ist hier in Spanien unterwegs. Auch dort unten gilt eigentlich das Rechtsfahrgebot. Das Rechtsüberholen ist natürlich nicht richtig, was der Einsender auch dazu schreibt. Das rechts von uns ist eigentlich eine Busspur. Naja, eigentlich. Thorsten ist hier mit seinem 40-Tonner auf der Landstraße unterwegs, bis dann einige unerwartete Verkehrsteilnehmer erscheinen. Thank you.
Das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank an alle Einsender. Falls auch du etwas einsenden möchtest oder dich für den Kauf einer Dashcam interessierst, schau gerne in die Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.